Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ungeschminkter Seelenkram mit Yolanda Machalika und Margot Peters. Tauche ein in unser Kaffeeklatsch am Telefon und lass dich durch unsere Gespräche inspirieren. Du findest in unserem Podcast transformierende Gespräche über Human Design, die Kunst, dein wahres Selbst zu entdecken, und über Skin Coaching, um deine innere und äußere Schönheit zu entfalten, und all die wundervollen Themen, die die Frauenwelt unbedingt wissen muss. Ein Podcast für dein wahres Selbst und deine innere und äußere Schönheit. Wir sind hier, um dich auf dieser Reise zu begleiten, dich zu unterhalten und dir wertvolle Werkzeuge an die Hand zu geben. Bist du bereit, deine wahre Schönheit zu entfesseln? Dann lass uns loslegen. Human Design Info Center, was kann ich für dich tun? Hallo Margot, du kannst sehr viel für mich tun. Wie geht's dir? Hallo Yolanda, alles klar? Das war keine anzügliche Anmache, das bin nur ich. Hallo Yolanda. Du kannst sehr viel für mich tun, hast du Zeit? Ja, was darf ich denn für dich tun? Kannst du für mich tun ein Käffchen und wir quatschen ein bisschen? Ja, gerne. Warte mal, meine Tasse. Alles gut. Cappuccino. Du bist ja die Cappuccino-Frau. Ja, mit Hafermilch, du weißt. Weißt du, was heute ist? Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du es vergessen hast. Was denn? Weil wir haben jetzt schon 20 Uhr und du hast mich immer noch nicht angerufen, mir keine Blumen geschickt oder eine Jubiläumskarte. Sollte ich. Hast du Geburtstag? Nee, Jubiläum Nein. Ist ja was anderes. Okay, also Geburtstag hast du nicht, das weiß ich. Anniversary. Was ist los? Wir haben jetzt unser Zweijähriges heute. Wir haben uns vor 2 Jahren kennengelernt. Wow. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, dass du mich kennst. Ja, was für eine Party. Ja, das ist ja cool. 2 Jahre schon? Wahnsinn. Heute ist 2 Jahre. Wahnsinn. Ja, das stimmt. Okay, dann müssen wir ja eigentlich einen veganen Sekt anstoßen. Aber ich wollte sagen, alkoholfreien Sekt anstoßen. Genau. Eigentlich müssten wir feiern, aber wir sind ja ein bisschen weiter weg voneinander. Wir feiern jetzt mit Käffchen und Cappuccino. Wie immer. Pause. Genau. Ja, das stimmt. Wahnsinn. 2 Jahre. Ja, es kommt mir vor wie gestern. Ne? Das ist so schnell verflogen. Das stimmt. Als wir uns da in dieser Coaching-Ausbildung kennengelernt haben. Ja. Wir alle voll motiviert. Total. Das waren wir wirklich. Das war so eine Ausbildung zum so einer bestimmten Art von Coach. Es ging ja eher so um feminine Themen, oder? Ich habe es schon vergessen. Genau, und so Herzensthemen, also auch wirklich von Begleitung halt über Herzensthemen von Menschen. Auf jeden Fall sehr wertvoll, ja. Absolut. Also das Wertvollste war mitunter auch, dass ich dich kennenlernen durfte. Das ist es. Ich sage ja herzlichen Glückwunsch. Willkommen in meinem Leben. Du hast den Preis gewonnen. Ja, das stimmt. Aber es war am Anfang, es war schon eine faszinierende Truppe, die wir waren. Wir waren ja 8 Frauen. Ja. Und total unterschiedlich. Jeder sehr markant einzigartig. Grundverschieden, ja. Total. Vom Background, vom allem, ja. Vom Aussehen, vom Background, vom Beruf, das war schon eine coole Geschichte. Genau, und was hat uns verbunden? Verbunden hat uns wirklich die Ausbildung. Und dann haben wir ja irgendwann mal gemerkt, so, wir können alle total super miteinander. Und haben dann neben der Coaching-Ausbildung unseren eigenen Kreis gegründet. Weißt du noch, wie der hieß? Nee. Du? Ja. Ich weiß nicht mehr. Willst du wissen? Ja.
Die Einhörner. Ach, die eine, da siehst du, ich bin schon so weit weg von dem Thema. Ja, stimmt, Ja, die ja, aber das war. Einhorngruppe. Ja, stimmt. Da haben wir uns sogar überlegt, wenn wir uns mal treffen wollten, dass wir so mit Einhornkostümen rumlaufen. Da gibt es ja so eine Plattform, wo man so Dinge kaufen kann. Ja. Und dann wollten wir uns da so aufgeblasen hier bei uns am Dümmer See alle herumlaufen. Also Ideen hatten wir schon viele. Ein bisschen verrückte Ideen, genau, aber es war auf jeden Fall immer lustig. Das Immer. stimmt. Wir haben auch, glaube ich, jeder für sich, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich bin mir sicher, jeder für sich super viel gelernt, im Positiven wie im Negativen. Und ich glaube, die Ausbildung war irgendwann nebensächlich, hatte ich so das Gefühl. Oder? Genau, also ich für mich habe es ja damals tatsächlich abgeschlossen und dafür bin ich auch total dankbar. Also das ist wundervoll. Aber tatsächlich war es dann für uns acht, war das gar nicht mehr das Thema, weil das Spannende war ja, dass wir festgestellt haben, dass jeder von uns echt Fähigkeiten hat, dessen man sich gar nicht bewusst war. Ja, das hat so die Gruppe rausgebracht, ne? So dass so noch so Sachen, die vielleicht verborgen waren oder einfach ja noch nicht rausgetreten sind aus einem. Auf jeden Fall, ja. Also das war tatsächlich für mich mit, außer dass ich dich natürlich kennengelernt habe, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Bitte Zweijährigen. immer betonen, ja, genau. Genau, herzlichen Glückwunsch. Dass ich tatsächlich, aber auch durch dich und dann durchs Üben mit anderen, also in der Gruppe, ja feststellen durfte, dass ich wirklich ja Seelenkontakte aufnehmen durfte und oder kann. Und das war für mich ja früher total spooky und eigenartig, aber in der Gruppe fühlte man sich wirklich sehr, sehr geschützt und unterstützt. Und ja, man dachte, es wäre immer so eine Gruppe für immer, fürs Ja. ganze Leben. Ja, also erstmal ein Hoch auf allgemein Frauengruppen, weil genau das bewirken Frauengruppen. Wenn Frauen zusammen sind und einen nicht toxischen Verhältnis, in einem liebevollen Verhältnis, in einem unterstützenden Miteinander-Verhältnis passieren, wie sagt man, es passiert Magie. Das hört sich jetzt total komisch an, aber wenn Frauen zusammen sind, wir können wirklich die Welt verändern. Stimmt. Wenn Also das wirklich jeder wüsste und jeder spüren könnte, ich wünsche jedem so eine Gruppe, die dann hoffentlich auch länger hält, aber einfach solche Gruppen, diese gesunden Beziehungen zwischen Frauen sind Gold wert. ja, da gebe ich dir völlig recht, weil man so kraftvoll ist. Also wenn Frauen wirklich in ihre Kraft kommen, ne, früher fand ich diesen Ausdruck immer wirklich ziemlich schräg. Okay, in die Kraft kommen. Aber ich habe das wirklich halt dann verstanden, so diese sich zu unterstützen und zu halten und zu, ja, zu empowern, sagt man das so? Ja, und zu verstehen, weil wer kann dich besser verstehen als eine andere Frau? Wir haben ja die gleichen Themen, wir haben die gleichen Emotionen, wir sind Frauen, wir gehen die gleichen Wege. Man funktioniert anders, ist nun mal so. Es ist eine andere Spezies. Wir brauchen sie, aber es ist eine andere Spezies, anderes Thema. Aber wir Frauen, wir können nur einander verstehen und wir sind die, die wirklich nur einander unterstützen können. Und deswegen ist es so wichtig, A, immer, was ich sage, immer eine gute oder mehrere gute Freundinnen zu haben. Oder auch einfach diese Frauengruppen, die so, so viel bewirken. Und bei uns haben sie auch extrem viel bewirkt. Also es war wirklich eine, leider war eine unfassbar wertvolle Zeit für mich. Und ich möchte diese paar Monate auch echt nicht vermissen, auch wenn man sich's anders erhofft hatte dann, dass es anders wird. Sollte dann nicht sein. Aber wirklich, ich persönlich habe so einen Frauenkreis in der Kraft noch nicht erlebt. Wie für uns mit unseren Einhorn-Gruppe. Also wenn da wirklich abends Meeting war, wir uns über Zoom getroffen haben, da konnte bei meiner Familie kommen, was wollte. Ich musste los, weil die Einhörner trafen sich. Und also das, wie du sagst, das würde ich wirklich auch jeder Frau wünschen,
wenigstens eine Person an der Seite zu haben, aber noch mehr, die wohlwollend und liebevoll sich gegenseitig tragen, das ist, glaube ich, das Wertvollste, was wir haben können. Ja, ganz wichtig halt auch wirklich nicht toxische Beziehungen, wirklich liebevolle Beziehungen zwischen Frauen können Berge versetzen. Und was genial ist heutzutage, es gibt halt so viele Frauen-Communities. Es gibt so viele Frauen-Communities, wo man kann sich überall anschließen, ob es jetzt irgendwelche Ausbildungen sind, davon abgesehen. Aber es gibt so viele Frauengruppen, die einfach sich zusammenschließen, weil sie die gleichen Themen haben. Und das ist das Schöne daran. Es wird so ein bisschen verteufelt, weil sich da die ganzen Frauen so ein bisschen, oh, spirituell und hier und da. Ja, aber wir kommen wieder zurück in diese Gemeinschaft. Wir haben das so lange verlernt und verloren, dass wir einfach wieder wirklich bewusst zurückkommen müssen in diese Frauengemeinschaften. Es gibt ja so schöne, ich muss mal gucken, wie die Bücher heißen, werde ich auf jeden Fall mal hier reinsetzen, die über Frauengemeinschaften, Geschichten erzählen von früher. Ja, früher war das normal, dass Frauen zusammen gegessen haben, gekocht haben, Wäsche gewaschen haben. Das war das Normalste der Welt. Die haben sich gestärkt. Früher haben Frauen ja auch ganz anders gelebt, waren lange gesünder und fruchtbarer. Heute sind die Frauen das nicht mehr. Warum? Weil wir uns zwischen Frau und Frau verloren haben. Unsere Liebe zwischen Frau und Frau, nicht sexuell, ja, da brauchen wir immer noch die Spezies Mann. Nehmen wir sehr gerne. Aber ich rede von der freundschaftlichen Stärkung der Frau. Das haben wir in den letzten Jahren so sehr verloren. Und wir beide, glaube ich, haben in dieser Gruppe jeder für sich andere Erfahrungen gemacht. Also ich bin eh eine Frauenfrau. Ich bin beruflich sehr viel mit Frauen. Ich habe sehr viel Frauengemeinschaften, ob jetzt beruflich oder auch privat. Ich habe in meiner Familie sehr viele Frauen. Also ich bin sehr viel mit Frauen zusammen. Aber nichtsdestotrotz ist jede Gemeinschaft besonders. Anders und lehrreich. So, so, so wertvoll und lehrreich. Und das wünsche ich jeder Frau. Das kommt wieder zurück in diese Gemeinschaft. Ja, also ich habe das tatsächlich aber nur von außen, weil ich damals nicht bereit war, in so eine, ja, in so einen Frauenkreis reinzugehen. Bei uns, meine Kinder waren ja alle im Waldkindergarten und das basiert auf die Wildniswissenpädagogik. Und da ist es wirklich so, ich fand das am Anfang echt schräg, weil das für mich so ungewöhnlich ist sich wirklich, also ich kenne das ja, ich bin ja in Rumänien geboren und da ist schon. Also Frauenpower, aber halt in einer, das wird so nicht genannt, sondern aber die Frauen, wie du vorhin sagtest, die sind für so viel verantwortlich, fürs Brotbacken, fürs Waschen, da für die Kinder letztendlich gewesen. Also es war einfach eine andere Hierarchie jetzt als heute, aber sie waren so in ihrer Kraft und eben auch im Winter vor allem, wenn dann die Frauen zusammengekommen sind, so bei uns war es halt so im Sommer, viel draußen, musste viel gemacht werden. In der Landwirtschaft, ne, mit den paar Tierchen, die man hatte und Feld und so weiter. Aber im Winter dann, ich weiß, meine Oma, die hatte so einen Webstuhl, so einen riesen Webstuhl, der stand dann im Wohnzimmer, also im Wohnzimmer, es war sowieso Schlafzimmer, Wohnzimmer, alles in einem. Und wenn dann im Winter die anderen Frauen kamen, jeder mit seiner Handarbeit und die zusammensaßen und dann dieses Gigi-Gigi-Gigi und erzählen und so, es war so schön, dann auch als Kind das wahrzunehmen. Wie kraftvoll, dann kreativ zu sein. Das ist es. Die saßen zusammen früher, genau wie du sagst, sie haben genäht oder getratscht und geklatscht und genäht und Hausarbeiten gemacht. Aber dieses Nähen habe ich jetzt auch voll im Kopf. Es gibt so viele alte Filme. Vom Winde verweht, so einer meiner Lieblingsfilme, ne? Ah, Scarlett. Auf jeden Fall. Aber der Red Was Butler auch. sagt sie am Schluss? Morgen ist auch noch ein Tag. Das ist ja mein Motto, ne? Du kennst mich ja als Projektor. Auf jeden Fall, da saßen die auch und haben dann gewebt und saßen alle immer zu. Ach, herrlich. Die Kraft der Kreativität dann und was man da manifestieren kann, will ich gar nicht Wahnsinn, ne? Aber ich wollte erklären. dir noch erzählen von unserem Waldkindergarten. Da bin ich ganz zu meiner Oma jetzt gerutscht. Und auf jeden Fall. Als meine Kinder in den Waldkindergarten gingen, habe ich gesagt, wenn die anfangen, die Bäume zu umarmen, dann geht sie dort nicht hin, habe ich damals zu meinem Mann gesagt. Und das ist der schönste und der wertvollste Kindergarten, den ich jemals erleben durfte. Weil
die Kinder so geliebt wurden. Jedes einzelne Kind, du hast nie gehört, da ist irgendwas schlecht. Nie, wirklich nie. Und ich habe immer gesagt, das kann nicht sein, weil ich kenne ja meine Kinder, die können auch mal, ne? Nein, es ist nur schön und es war schön. Aber das Besondere war wirklich diese Frauenkreise dort. Also von den jungen Müttern, also klar natürlich die Mädchen, die kleinen Kinder, 4, 5, 6, dann zu ihren vielleicht größeren Geschwistern, die jungen Frauen, die Mütter waren, zu den vielleicht älteren Müttern noch, also weil ich war ja auch älter, als meine Kinder geboren wurden, und dann zu den Großmüttern. Und diese Wow. Wertschätzung wieder, auch den älteren Frauen gegenüber, und die, wie du auch sagst, so viel zu erzählen hatten. Das ist so wertvoll und wir haben das verlernt, wirklich den Alten auch zuzuhören. Wir sperren sie weg, weil sie passen nicht mehr rein oder man hat keine Zeit, weil man halt arbeiten muss. Also, und es ist sicherlich auch nicht einfach, weil je älter man wird, umso eigenartiger wird man. Aber das Schöne ist, das werden wir auch, wenn wir mal 70 sind. Hoffentlich, ja. Ich meine, das ist ja ein Geschenk, alt zu werden. Aber Das das ist stimmt. es. Das ist es, wie du sagst, diese den alten Zuhören, die alten Geschichten und wie war es damals, wie hat sich's entwickelt, diese, ach, genial, genial, einfach genial. Genau. Also da ist es wirklich so, dass Frauenkreise schon ja was Wertvolles sind. Und ich glaube, immer halt ein bisschen überlagert werden, dass man sagt, naja, dieser spirituelle Quatsch. Aber das ist Energie, das ist so und Magie, das ist wirklich pure Energie, wenn Frauen wohlwollend miteinander sind. Gibt es da allerdings eine Person, die da querschießt, dann ist das vorbei, dann fällt diese Gruppe auseinander, dann trägt sich's irgendwie, aber es ist dann, das spürt man. Also ob wirklich mit Liebe in solchen Gruppen zusammengekommen wird oder ob es halt nicht stimmig ist. Ja, das ist ja auch die Kraft der Frau, ne? Wir spüren viel mehr, als dass wir glauben. Und wenn wir wieder zurückkommen in diese Gemeinschaften, die hoffentlich sich jetzt wieder mehr öffnen für viele Frauen, dann spüren wir unsere Intuition ganz anders, weil wir zusammen, Gemeinschaft ist was ganz, ganz, ja, was Großes. Was mir dazu auch noch einfällt, ist wirklich diese, ja eben dieses, wie sagt man schön, nicht Masken tragen, aber diese Authentizität, dass man wirklich kommen darf mit dem, was man hat, dass man nicht sagen muss, na, wenn man in dieser Runde halt drin ist, weil wir hatten so eben Redestabrunden dann im Kindergarten, jeder war dran und wie, na, mit was kommst du heute, mit welchem Thema kommst du heute und so weiter, dass man dann nicht sagt, oh, es ist alles schön und alles gut. Das ist nicht ehrlich und es wird gespürt, sondern dass man sich wirklich traut, auch einer Freundin gegenüber zu sagen, ich fühle mich jetzt nicht gut. Das heißt nicht, dass die andere sofort loslaufen muss und muss da die Retterin spielen. Um das geht es oftmals gar nicht. Aber es ist so, wenn man sich in einer Frauengruppe vor allem öffnet und die Themen darlegt, das ist einfach nur so erstmal wie so ein Teppich auszubreiten. Die anderen dürfen sich diesen Teppich anschauen. Es muss nicht gleich geflickt werden, sondern er darf erstmal da sein. Ich glaube, das ist ein tolles Bild. Ja, auf jeden Fall. Aber so, weil wir gerade von diesen Näharbeiten zusammen hatten und dieses Teppichflicken zusammen. Teppichflicken in der Gemeinschaft. Ja, also auf jeden Fall. Deswegen wünsche ich jedem, der wirklich ja, so eine Gemeinschaft hat oder findet oder wirklich sucht euch solche Gemeinschaften, weil gerade für Frauen ist es, es öffnet so viele Türen, es öffnet so viele Möglichkeiten, es kann man gar nicht beschreiben, wenn man es gar nicht, erlebt hat. Ja, also es ist ein unfassbar kraftvoll. Und weißt du, ich möchte trotzdem nochmal zu diesem Teppich zurückkommen. Unser Leben ist ja wie ein geflickter Teppich, aber deswegen ist er nicht schlecht. Es gibt ja immer Rissstellen von jedem von uns. Und dann sich wirklich zu trauen und zu sagen, hier ist mein Teppich, hier sind meine Flickstellen. Aber deswegen bin ich genauso, wie ich jetzt bin. Und das macht mich so wertvoll und vor allem auch einzigartig. Und das ist jede Frau, die in diesem Kreis dann ist. Ja. Ja,
Genau, das war auf jeden Fall die Reise durch die Gruppe, genau, für Ja. uns, die sich dann aber aufgelöst hat, Ja, leider. was leider, aber was ja dann irgendwann auch okay war. Ja, absolut. Dann ging jeder seine Wege und ich denke, jeder hat jetzt so seine Gruppen wieder gefunden und neue Erfahrungen und neue Wege und findet wieder neue Gruppen und die lösen sich sicherlich auch wieder auf und so ist das Leben. Ich sage immer, Menschen sind auch wirklich nur kurze Wegbegleiter. Ich bin so ein bisschen angehaucht von Herr der Ringe. Und die begleiten uns. Wir geben ihnen Erfahrung, wir nehmen uns Erfahrung, die nehmen sich unsere Energie, wir nehmen uns deren Energie und dann gehen die Menschen wieder. Das ist für mich ein absolutes Okay. Es Deswegen gibt war ich auch tatsächlich. mit der Frauengruppe, wenn sie dann zu Ende war, war das für mich okay. Ja, absolut. Ich fand das am Anfang schon traurig, weil man so viele Visionen hatte. Was konnte man sich alles denken? Und das hat mich schon erstmal traurig gemacht. Aber heute bin ich dankbar, dass es überhaupt diesen Start gab. Wie du sagst, ich bin da genau bei dir. Menschen sind oftmals Wegbegleiter und ganz, ganz wenige bleiben wirklich ein ganzes Leben. Das gibt es auch. Ja. Aber die meisten sind eben für eine Zeit da. Und dann das aber auch wertzuschätzen, zu sagen, die Zeit, die wir gut hatten, war so ein Geschenk. Und ich habe das und das daraus nehmen können. Und jetzt gehe ich weiter. Das ist wie auch in Beziehungen. Man startet auf einem Level und dann entwickelt sich einer weiter und der andere kommt nicht nach. Und deswegen ist der ja nicht schlecht, aber es passt dann eben nicht mehr zusammen. Und dann ist es sinnvoller, wenn es halt wirklich nicht mehr geht, zu sagen, dann lass uns halt getrennte Wege gehen, weil somit öffnet sich sowohl für den einen als auch für den anderen. Und das ist männlich, weiblich oder wie auch immer in welchen Beziehungen, das ist völlig egal. Öffnen sich plötzlich wieder Türen, um neue Sichtweisen zu sehen, um jemand anders wieder wahrzunehmen. Aber wenn man an irgendwas festhält, was einem überhaupt nicht gut tut und wo man vielleicht mehr leidet, als ja, als was man Freude an was hat, dann sollte man auf jeden Fall den Schlussstrich ziehen und sagen, ich gehe jetzt für mich weiter, auch wenn es am Anfang nicht einfach ist. Sonst kann man sich nicht entwickeln. Also wenn man in Beziehung stecken bleibt, und das ist ein Riesenproblem, anderes Thema, da werden wir mal drüber sprechen, wenn man in Beziehung stecken bleibt, kann man sich nicht weiterentwickeln. Entweder der eine oder der andere oder beide. Ja. Da findet wirklich so ein Stopp im Körper und im Geist. Das kann auch sehr, sehr krank machen, mental wie körperlich. Und deswegen sind für mich persönlich immer Menschen sehr wertvoll, Beziehungen sehr wertvoll, aber es ist für mich auch immer sehr wertvoll, gehen zu lassen und zu abzuschließen. Weil Absolut. ich weiß in dem Moment, ich habe genau das gelernt, was ich lernen sollte oder das erfahren und gesehen, was ich sehen sollte. Und jetzt gehe ich nächsten Level. Ja, das stimmt. Und jeder geht seinen nächsten Level, egal wie Genau. er ausschaut. Also es gibt kein besser und kein schlechter, sondern da muss man wirklich ganz bei sich bleiben. Und das hat auch nichts mit Egozentrum, also mit egozentrisch zu tun, wollte ich sagen, sondern es ist so, okay, es ist ja auch mein Leben, es ist dein Leben. Und wenn es zusammen sich nicht mehr dient, gegenseitig, dann muss man getrennte Wege gehen. Ja. Und was mich tatsächlich interessieren würde, wenn unsere Zuhörerinnen mit uns teilen würden, ob sie solche Frauengruppen kennen, ob sie Erfahrungen haben vielleicht von ihren Großeltern oder von ihren Großmüttern, ob die sowas erzählt haben, wie das früher war, wie, ja, wie die das erlebt haben oder wie man es als kleines Kind erlebt hat in so Frauengemeinschaften, ob man sowas überhaupt schon jemals erleben durfte oder ob man Frauen vielleicht gar nicht traut, weil man sagt, nee, ich lasse mich da gar nicht auf Frauen zickig sind oder falsch sind oder so. Ich lasse mich da gar nicht ein, weil ich bin so häufig schon verletzt worden von Frauen. Das tue ich mir definitiv nicht wieder an. Und das sind halt auch Aussagen, die man trifft, die einem wirklich stoppen, um in so eine wundervolle Frauenbeziehung einzusteigen. Das würde mich tatsächlich total interessieren.
Ja, weil wenn die Familienstrukturen vielleicht schon so waren, dass Frauen sich bekämpft haben in den Familien und man wächst so auf, dann hat man natürlich später kein Vertrauen, in irgendwelche Frauengemeinschaften reinzugehen. Es wird ja immer dann mit zickig, mit Neid, mit Missgunst verbunden. Wenn man aber in eine Familie aufgewachsen hat, wo das eben gefestigt war, dann hat man natürlich eine ganz andere Sicht. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich jeder Frau, die das halt nicht erlebt hat, das wirklich zu erleben. In einer gesunden Frauengruppe, weil es gibt ja auch diese ungesunden Frauengruppen, aber in einer gesunden Frauengruppe wächst man über sich hinaus. Ja, das wäre schon spannend, wie viel, also auch bei unseren Zuhörerinnen, ob der Wunsch überhaupt da ist oder ob das jetzt nur unseres ist, weil wir es erleben durften oder für uns auch erleben. Ist überhaupt der Wunsch da oder wenn der Wunsch nicht da ist, was hält einen auf? Ja, Also also. ich kann aus der Praxis sagen, dass Frauen sich das unheimlich wünschen. Ich habe unheimlich viele Klientinnen, die das nicht haben, die nicht eine gute Freundin haben, wo, zu der sie anrufen können und Kaffee trinken und ein bisschen klatschen und weinen und tratschen und fluchen. Das haben sie nicht und die wünschen sich das unheimlich. Deswegen habe ich ja vor 2 Jahren Workshops und Zooms gestartet mit meinen Klientinnen. Da haben sich ganz viele zusammengefunden. Ganz viele, die gar nicht gewusst haben, dass sie 5 Minuten voneinander wohnen. Und jetzt sind Spannend. die besten Freundinnen und gehen mit ihren Kindern in Urlaub. Also ganz Wow. viele haben sich gefunden. Und deswegen weiß ich, dass der Wunsch ist auf jeden Fall bei so vielen da und ich hoffe bei den Zuhörerinnen auch. Aber viele wissen nicht, wo sie anknüpfen sollen. Ja, da können wir uns mal vielleicht irgendwas überlegen. Aber auf Genau. jeden Fall ich habe was vergessen. Herzlichen Glückwunsch, Jolanda, zu unserem Zweijährigen. Ich hoffe, ich kriege noch ein Geschenk heute Abend. Ich werde mir was überlegen. Vielleicht über Canva eine schöne Karte mit Musik. Vielleicht singe ich auch noch drauf. Ich habe eigentlich gedacht an Kuchen und Kerze und Ist ein Torte und. bisschen weit weg, aber we have a good Und time. vergiss niemals einen nackten Mann dazu. Man Okay. darf das doch jetzt mal so sagen. Mensch. Ich glaube, wir sollten jetzt aufhören. Okay. Vielleicht Ja, ist es genug. das ist so ein tolles Thema. Mann Also, oder vielen Dank, Frauen? dass du mich erinnert hast an unser Zweijähriges. Und was ich noch sagen wollte, herzlichen Glückwunsch, Jolanda, zu unserem Zweijährigen. Herzlichen Glückwunsch. Also, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und ich freue Bis mich, bald. dass du 2 Jahre schon an meiner Seite bist. Ah, gleichfalls. Bis bald. Mach's gut, ciao. Tschüss.